Moin Moin und Hallo. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr in den DFU-Modus kommt und mit Hilfe von iTunes, welches schon im hinteren Bereich auf meinem Computer läuft, an oder mit Hilfe von dem iTunes-Programm und einem Computer, dieses Gespann kann nämlich euer iPhone 14 Pro wieder zurück ins Leben holen. Denn wenn ihr einen Fehler dran habt, sprich, ihr könnt nicht mehr swipen, ihr könnt euch nicht mehr navigatorisch austoben, ihr habt kein Bild mehr, ne? Also es wäre jetzt schwarz, Black Screen oder irgendwelche andere Art von Fehler, dann können wir nämlich das Smartphone über den DFU-Modus und mit der Hilfe von iTunes zurücksetzen. Das bedeutet natürlich, dass eure Daten verloren gehen auf dem Smartphone. Wenn ihr aber natürlich ein iCloud-Backup haben solltet, werden diese Daten danach, wenn ihr das wieder aufsetzt, das iPhone, werden diese dann wieder synchronisiert und ihr könnt wieder normal loslegen. Aber es ist natürlich so, wenn ihr euer teures iPhone 14 Pro zum Beispiel auch nicht mehr reinkommt, weil ihr euer Passwort vergessen habt, dann wird diese Methode auch angewandt, um wieder Zugriff zu eurem Smartphone zu gelangen. Also sprich, wenn die Face-ID-Pin weg ist oder wenn eure Smartphone-Pin nicht mehr in eurem Kopf ist, dann könnt ihr so es wieder zurücksetzen. Wie gesagt, Daten gehen verloren. Was brauchen wir? Wir brauchen einen Computer oder einen Laptop oder ein Tablet auf Windows-Basis, dann iTunes oder natürlich ein Mac, da ist dann auch iTunes drauf. Und wir brauchen eine Kabelverbindung, das heißt ein Lightning-Kabel zu USB, welches wir in den Computer reinstecken oder in den Mac. Dann gehen wir wie folgt vor, wir stecken schon mal unser Smartphone an, das heißt, wir haben jetzt eine Verbindung zwischen Smartphone und Computer hergestellt. Habt ihr ja gemerkt, es ging ihm hinten auf, hat sich informiert, hat Info gegeben. Und wenn wir jetzt das Reset durchführen wollen, müssen wir dieses Gerät jetzt in den DFU-Modus bringen. Direct Firmware Upgrade Modus, das heißt also der Wartungsmodus. Was haben wir für Tasten am Phone? Weil wir gehen ja auch davon aus, dass ihr euch gar nicht mehr bewegen könnt im Smartphone, sondern es ist total gecrashed. Wir haben Volume Up, ist hier, Volume Down und die Mute-Button, das heißt also Lautstärke, lauter, leiser. Und auf der anderen Seite haben wir den Power-Button, der sich hier befindet. Und um jetzt in diesen besagten Modus zu gelangen, drücken wir Volume Up, Volume Down und halten die Taste auf der anderen Seite gedrückt, bis das Phone neu gestartet hat, bis das Phone das Apple-Symbol zeigt. Und dann halten wir weiterhin gedrückt, bis das Phone ein Screen zeigt, dass der DFU-Modus da ist. Außerdem sollte iTunes dann auch eine Meldung rausgeben, weil wir haben es ja verbunden. Okay, auf geht's. Volume Up, Volume Down, Power-Taste gedrückt halten und gedrückt halten, gedrückt halten, gedrückt halten. Das dauert jetzt ein Momentle, denn das Phone wird jetzt erstmal in den normalen Hard-Reset gehen. Das heißt, es wird erstmal rebootet. Aber wir halten unseren Finger in Position auf der rechten Seite fest, bis wir in den DFU-Modus eintreten dürfen. Da ist es. Jetzt sind wir da. Und auch hinten hat sich was getan. So, jetzt packe ich das iPhone erstmal hier runter. So, das stellen wir jetzt hier hin. Das gute alte iPhone sollte jetzt nicht unbedingt umkippen. Denn es ist mir in der letzten Zeit oft umgekippt. Meine Güte. Und nun haben wir hier auf der Seite jetzt unser iTunes mit einer Info. Dort steht jetzt als Info geschrieben, es besteht ein Problem mit dem iPhone, das eine Aktualisierung oder Wiederherstellung notwendig macht. Wir können demzufolge nun mit Wiederherstellen das Betriebssystem wiederherstellen oder ein Update durchführen und so natürlich dann probieren, es zu reparieren oder abzudaten. Okay, das Problem kann eventuell behoben werden, indem wir unser iPhone aktualisieren, wobei die Einstellungen und die Inhalte erhalten bleiben. Das wäre Chance Nummer 1. Es besteht aber das Problem nach dem Aktualisieren weiterhin, müssen wir möglicherweise auf die Wiederherstellungstaste drücken und dann heißt es Ratzepatze, neues Smart
Also softwaremäßig neues Smartphone her und dann könnt ihr euch auch wieder connecten. Und ihr müsst dann auch, wenn ihr die PIN vergessen habt, könnt diese nämlich dann neu auswählen. Wenn ihr das machen wollt, würdet ihr jetzt auf Wiederherstellen gehen oder auf Update. Versucht, wenn ihr Zeit haben solltet, zuerst Update zu machen. Wenn es nicht funktioniert, das gleiche Prozedere wieder und dann auf Wiederherstellen. Wenn ihr nichts davon machen wollt, weil ihr jetzt gerade dann doch sagt, ach nee, ich möchte meine Daten vielleicht doch noch anderweitig irgendwie hier rausziehen, dann gibt es auch eine Möglichkeit. Das heißt, wir müssen wieder aus dem DFU-Modus rauskommen. Denn, pass auf, ich ziehe mal ab. Ne, iTunes ist jetzt ganz normal wieder weiter. Hier, ich komme jetzt nicht mehr hier raus mit dem normalen Tippen. Ja, wie kommen wir denn jetzt hier raus? Um aus dem DFU-Modus rauszukommen, warten wir ganz einfach 20 Minuten, dann wird er automatisch rebooten oder wir gehen in den Hard Reset und werden einen Neustart erzwingen. Das heißt Volume Up, Volume Down, Power-Taste gedrückt halten, bis das Apple-Logo diesmal zu sehen ist und danach lassen wir los und dann sollte das Phone auch wieder zurück in dein iOS booten. Nur wenn ihr natürlich dann ein größeres Problemchen habt, jetzt können wir loslassen, ein größeres Problemchen anliegt, dann wird das Problem nicht behoben sein. Ja, deshalb müsst ihr dann gucken, wofür ihr euch entscheidet, welchen Weg ihr dort geht. Entweder der Weg des Updates über den DFU-Modus oder der Weg über das wieder neue Aufspielen der Firmware selber. So einfach geht es. Ich erkläre es nochmal. Ihr braucht eine Kabelverbindung, Lightning, zu USB oder zu USB-C, wenn euer Laptop zum Beispiel USB-C haben sollte. Dann macht ihr eine Verknüpfung zwischen beiden, das heißt reinstecken. iTunes muss gestartet sein im Hintergrund. Dann gehen wir in den DFU-Modus, in dem wir Volume Up, Volume Down, die Power-Taste gedrückt halten, bis es neu bootet, aber dann lassen wir nicht los, wenn das Apple-Logo da ist, sondern wir halten weiterhin fest, bis unten das Emblem kommt, wo das Lightning-Kabel sozusagen auf dem Screen nach oben sich bewegt. Oder ein anderer, bei manchen iOS-Versionen ist es dann halt vielleicht ein anderes Screen, aber irgendein Screen kommt, der dann euch auffordert, das Phone irgendwo anzuschließen. Und danach kommt auch ein Screen, ein Pop-up-Fenster auf iTunes und dort könnt ihr auswählen zwischen Update oder Wiederherstellen. Wiederherstellen wäre dann Factory Reset, also Werkseinstellung wiederherstellen oder ein Update. Da könntet ihr eventuell nochmal probieren, ob es mit einem Firmware-Update wieder laufen würde. Wenn das auch nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann habt ihr wahrscheinlich einen Hardware-Defekt am Phone. Tut mir leid. Aber das wird bestimmt funktionieren. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!